Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Es geht um Abraumhalden aus dem Kaliabbau. Ein Spitzenthema offensichtlich, viel Emotion im Raum. Die Grünen haben mit ihrem Antrag etwas verhindern wollen, nämlich dass Bauschutt abgelagert wird, dieser dann mit Erdboden noch aufgefüllt wird und dann eine Begrünung stattfindet. Gegen das Abdecken mit Bauschutt kann man was haben. Es ist so, dass diese Halden ein unschöner Anblick sind. Da sind sie schon seit langem. Die Halden stehen ja teilweise seit Jahrzehnten da. Aber ich muss Ihnen sagen, liebe Grüne, das ist doch jetzt eigentlich ein Sinneswandel. Man liest ja immer eine Menge. Wenn ich dann ein bisschen nachgucke, neue Presse, ein Artikel, Grüne, Kalihalden endlich abdecken. Am Vorbild der Empelder Halle, die mit Bauschutt abgedeckt wurde, begrünt wurde. Klingt toll, das wollten Sie, ich gebe es zu, 2016. Seitdem gab es offensichtlich einen Sinneswandel, eine Lernkurve. Jetzt sind Sie nicht mehr dafür, jetzt wollen Sie genau dieses Vorbild nicht haben. Und die Abdeckung mit Bauschutt ist mindestens Teufelszeug. Das ist ja auch teilweise berechtigt, wenn es um belasteten Bauschutt geht. Also Ihre Lernkurve haben wir jetzt kennengelernt. Nach ein paar Jahren kann man da anderer Meinung sein. Aber wir haben auch gehört, Ihr Antrag ist eigentlich dafür zu spät. Sie wollen jetzt was verhindern, was so im Plan schon eingearbeitet ist, was so schon beschlossen wird. Und was ich Ihnen so ein bisschen übel nehme als Alternative, Sie machen tatsächlich keine anderen Vorschläge. Sie haben nur was verhindern und verbieten wollen, kommt oft aus Ihrer Ecke. Sie haben aber zum Beispiel nicht vorgeschlagen, wie wir es hier schon gehört haben, abzutragen oder um eine natürliche Abschmelzung verbunden mit einer Entsalzungsanlage technisch gekoppelt vorzunehmen. Das ist technisch nicht aufwendiger als Lkw-Verkehr. 40, 50 Lkws am Tag sind auch ein technischer Aufwand. Die Verbringung an andere Orte durch Abtrag, zum Beispiel Gaskavernen, die man auffallen müsste oder andere Bergwerke. Das ist alles weder von der einen noch von der anderen Seite gekommen. Und da ist eben meine Frage, liebe GroKo, wo sind denn Ihre Vorschläge? Denn nur die eingleisige Idee, mit Bauschutt zu arbeiten, das kann kritisch sein. Bürgerinitiativen haben sich dagegen in Bewegung gesetzt. Soll da etwa ein Geschäftsmodell installiert werden? Sie verdoppeln dann, oder es besteht zumindest die Gefahr, dass Sie die Altlasten verdoppeln, wenn Sie auch noch Bauschutt da aufbringen. Da muss ich Ihnen aber auch noch was zeigen, nämlich vielleicht die nächste Zeitung, die ist ein bisschen aktueller, von 2019. Da stehen dann Ihre Leute und sind dagegen. SPD und CDU sind dagegen, dass Sie diese Regelung machen, die Sie jetzt gemacht haben. Und von daher frage ich mich, haben Sie da irgendwie ein Ebenenproblem? Sie wissen im vorvorigen Antrag nicht, was treibt eigentlich die Bundesebene? Wollen Sie auch gar nicht wissen, fragen nicht. Und hier ignorieren Sie Ihre Leute auf der Kommunalebene. Das kann es auch nicht sein. Und deshalb haben wir uns entschlossen, in dieser Frage nicht mit dem einen oder mit dem anderen zu stimmen. Dem grünen Antrag können wir als Verbotsantrag sowieso nicht zustimmen. Und wir werden uns in dieser Hinsicht enthalten bei der Abstimmung. Sie werden ohne, wir müssen das ja immer extra sagen, das Abstimmungsverhalten, Sie werden ohne unsere Stimmen auskommen müssen. Ich hoffe, da sind Sie froh darüber. Danke sehr.